Meine Damen und Herren, weil Sie gerade so da sitzen und im Moment nichts anderes zu tun haben, darf ich Sie da mal ganz schnell mit meinen 5 Töchtern bekannt machen, ja? Sie heißen? Karin, Anne, Marie, Ulla und Julchen. Kraft meiner Erziehung und der väterlichen Autorität ist es selbstverständlich klar, dass ich meine sämtlichen Töchter nur der klassischen Kunst befleißigen. Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock, Rock, Rock'n'Roll. Hemmungslos und ausgelassen, Rock, Rock, Rock'n'Roll. Tanzt man heute schon auf den Straßen. Sehen Sie, auch das ist klassisch. Das auch. Immer streiten wir uns wegen solcher Sachen. Wieso streiten? Du brauchst du nur zu tun, was ich will. Ja, sonst gibt's was. Fia, weg, sonst kriegst du eine geplättet. Oh, hier haben Sie einen schlagenden Beweis dafür. Ich hab ja doch Zahnschmerzen. Kein Wunder bei dem Krach. Das ist vielleicht ein Zustand. Meine 5 Töchter sind in keinem Zustand und sind nicht verwahrlost. Dagegen verwahrlose ich mich. Ach, immer diese Wortverdrehung. Hüpf, Häschen, hüpf, Häschen, hüpf, hüpf, hüpf. Alles ist so hinfällig. Ich danke Ihnen. Sie sind ein lieber Mensch. Haben Sie sich wehgetan? Danke gleichfalls. Bitte, bitte. Alles, was Scherze heißt, mal herhören. Hier bin ich ganz Vater. Hier darf ich sein. Es handelt sich um Folgendes. Wollen Sie nicht erst mal stärken, ehe Sie anfangen? Gern. Das ist sozusagen eine Annäherung durch ein Nähkästchen. Ach nee. Und das ist das Gegenteil von Annäherung. Was? Jawohl, Spinatwachtel. Da haben wir einen Spinat. Eine Katastrophe, eine Katastrophe. Bei uns ist jemand aufgefallen. Ich habe stets die heimliche Hoffnung genährt, einmal Frau Scherzer zu werden. Bums, das wäre die Katastrophe. Das mit dem Nassspritzen ist mal ganz was Neues, gell? Tor. Jawohl, Tor. Ein Tor ist auch manchmal der Papa. Bitte hören Sie selbst. Wenn dein Vater einmal Nein gesagt hat, dann bleibt es auch bei Nein. Wir gehen nicht zur Kirmes. Da sind wir alle Mann hoch auf der Kirmes. Hier dreht sich alles. Wollen wir zusammen ein Glas Bier trinken? Oh ja, natürlich. Aber gut geschmeckt, gell? Muss ja eine flotte Eule gewesen sein, ihre Freundin. Natürlich handelt es sich um mehrere Glas Bier. Leider kann ich nicht viel vertragen. Und die beiden vertragen sich auch nicht. Dann eben nicht. Doch weil der Mann die Dame nie vergessen kann, kommt nie eine andere Platte dran. Nur dieser Fox, der Musicbox. Vati ist übergeschnappt. Solch eine Behauptung müsste man als Vater glatt verbieten. Bleiben wir also bei glatt. Gleichzeitig mit dem linken Flügel und dem Hauptturm wurde alles im 17. Jahrhundert erbaut. Ja, sagen Sie mal, ja. Das sieht hier alles aus wie neu. Keine Ritterrüstungen, keine Waffen, keine Marterwerkzeuge. Wieso eigentlich keine Marterwerkzeuge? So, und jetzt machen Sie schön den Mund auf. Ganz weit, Herr Scherzer, ganz weit. Und hier sind Vater und Tochter nah, ganz nah. Jetzt schlafen schon die Kätzchen, die Püppchen und die Steinchen. Schlaf ein, schlaf einchen. Hast du vergessen? Vergessen Sie aber bitte nicht den Witwer mit den 5 Töchtern. Diesen Film der deutschen Filmhansa sehen Sie demnächst in diesem Theater. Ja, das muss man doch einem sagen. Ja, eben.